Große für Kleine lässt engagierte Senioren nicht allein. Die Autorin und Moderatorin Dr. Christa Fischer hält verschiedene Seminare für das Projekt. Wir haben sie am Telefon und wollen als erstes von ihr wissen, wie sie mit dem Thema Seniorenengagement für Kinder in Berührung gekommen ist. Ja, zum einen erlebe ich neuerdings mit, dass auch meine Tochter, die seit März in Leipzig ein Kind hat, oft ohne Oma dasteht. Und sie hat mir auch erzählt, wie schwer das im Alltag ist, wenn sie mal wieder kurz an ihre Universität muss, da irgendwie eine Betreuung hinzukriegen. Denn auch ihre Freundinnen sind dann oft besetzt. Und dann denke ich immer, wie schade. Ich bin nun Oma und bin 500 Kilometer entfernt. Und außerdem erlebe ich hier in meinem Umfeld auch, wie viele Menschen in meinem Alter ja eigentlich ohne Kontakte zu kleinen Kindern sind und dass diese Erfahrungen doch so oft zu übertragen wären. Sie bieten ja jetzt auch für das Projekt Große für Kleine Seminare an, für die Senioren, die sich da engagieren möchten. Worum geht es denn bei diesen Seminaren? Wir wollen uns unterscheiden von anderen Leihoma-Projekten. Schon mal, wir finden den Namen nicht gut. Er trifft in beiden Beziehungen nicht zu. Wir sind weder alle Omas, noch leihen wir uns selber aus oder werden wir ausgeliehen. Wir wollen ein Dach praktisch bieten für die Generation, die sich innerhalb dieses Projektes begegnen können. Ältere Leute, die sich den Kontakt mit Kindern wünschen und Kinder, für die ja die natürlichen Großeltern oder natürliche Verwandte in bestimmten Zeiten nicht zur Verfügung stehen, wo also Eltern sich eine Entlastung wünschen, eine Unterstützung im Alltag oder eine Unterstützung in der Erziehung. Und am allerbesten ist natürlich, dass auch Eltern an dieser Stelle empfinden, wie wichtig es ist, dass einfach Erfahrungen der Großelterngeneration bei der Generation der heutigen Kleinen ankommen. Das ist eigentlich das schöne, das fast idealistische Motiv, wenn es also nicht nur um Nützlichkeit geht, dass man sich gegenseitig unterstützt im Alltag, sondern wenn diese Erkenntnis da ist, dass Erfahrungen, die die ältere Generation gemacht hat, Spielerfahrungen, Lebenserfahrungen, einfach ein wenig erzählen, Nähe geben, dass das so eine Brücke darstellt von den heute 50- bis 70-Jährigen, den Kleinen. Und welche Erfahrungen haben Sie bisher in der Seminararbeit am Projekt Große für Kleine gemacht? Wie kommt es bei den Senioren an? Ja, es ist einfach so, jeder glaubt zwar erstmal von sich, dass er viel Lebenserfahrung hat und auch viel Erziehungserfahrung, aber jeder gehört ja einer bestimmten sozialen Schicht an oder hat nur Erfahrungen mit den eigenen Kindern oder mit eigenen Enkeln. Und dieser Austausch darüber, in welchen Situationen sich heutige Eltern befinden und welche Erziehungsstile eine Rolle spielen, welche Verhaltensauffälligkeiten vielleicht gerade in Familien von Alleinerziehenden auftreten, glaube, da findet auch so ein Feedback statt, dass manche aus der Gruppe auch genauer begreifen, dass sie sich vielleicht für bestimmte Kinder oder für bestimmte Familien doch nicht eignen, doch nicht erwärmen könnten, weil man natürlich auch irgendwo festgelegt ist von dem, womit man sich belasten möchte und von dem, was man weitergeben kann. Ich weiß das von mir auch. Ich könnte auch nicht mit allen Kindern zwei, drei nette Stunden verbringen. Man hat gewisse Empfindlichkeiten, man hat gewisse Prinzipien und wenn man sich zwei, drei Stunden für ein Kind Zeit nimmt, soll das eben auch Spaß machen und soll nicht mit einer Unsicherheit oder mit einem gewissen Frust verbunden sein.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und inwiefern gibt es denn auch eine Betreuung außerhalb der Seminare für die Senioren, die sich da engagieren möchten? Zum einen lernen wir uns gegenseitig kennen und können jetzt auch direkten Kontakt miteinander und untereinander haben. Und zum anderen sieht ja der Treff rund um Gerlingen vor, dass es auch so eine feste Ansprechbarkeit gibt. Und Sie suchen ja immer nach Mitstreitern für das Projekt Große für Kleine. Können Sie vielleicht noch kurz sagen, warum Senioren sich dafür engagieren sollten, warum das sinnvoll ist und was es auch Ihnen persönlich bringt? Also zum einen ist es offensichtlich in sämtlichen Projekten, die so ähnlich gestartet sind, da gibt es ja eine breite Varianz, so dass immer viel mehr Eltern so eine Betreuung oder so einen Kontakt suchen als umgedreht. Aber von denen, die wir in unserer Recherche jetzt schon kennengelernt haben, von den Projekten, die es also schon machen, ist es offensichtlich grundlegend so, dass es für sehr viele ältere Menschen eine große Bereicherung ist, dass sie mit Kindern zusammen sein können. Gerade weil viele ältere Leute doch ein bisschen isoliert sind oder nur mit Gleichaltrigen zu tun haben, eigene Enkel nicht haben oder die sind weit weg, ist es einfach wirklich etwas sehr Lebendiges und man fühlt sich an dieser Stelle auch wichtig. Man denkt mal wieder anders über sich nach, man wird auch angeregt und im schönsten Fall ergibt sich sogar so wie so ein bisschen familiäre Zugehörigkeit zu dieser Patenfamilie, in der man dann ein paar Stunden wöchentlich oder monatlich unterwegs ist. Also diese Bereicherung halte ich für ganz wichtig, dass man auch nicht borniert wird und dann vielleicht auch nur noch über die junge Generation schimpft. Dass man einfach auch noch ein bisschen weiß, wie die Kinder heute ticken, was sie für Probleme haben, was sie auch für Begabungen haben. Gerade eben auch, wie gut sie sich mit Technik auskennen und dass sie ja auch sehr liebenswerte Züge haben und dass man Kinder nicht so kritisch sieht, wie es bei vielen Omas und Opas ja passiert, die nur lärmende Kinder in der Straßenbahn erleben oder wirklich dann glauben, Kinder sitzen ja heute nur noch vor dem Fernseher oder nur noch am Bildschirm. Das ist ja alles nicht ganz realistisch und ich glaube, das ist einfach auch für die Älteren ein Blick in die Realität, der ihnen gut tut. Wer noch mehr über das Projekt Große für Kleine erfahren möchte, hält Stift und Zettel bereit. Nach der nächsten Musik teilen wir euch die Internetadresse und Telefonnummer mit. Ihr erreicht das Projekt Große für Kleine unter der Internetadresse www.generationentreff-gerlingen.de oder unter der Telefonnummer 07156178518. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag. Eure Claudia und Gerda.